Veronica Keane, Channeling von Montague Keane vom 13. November 2016. Übersetzung Robert James Lee Project. Montague Keane, 13. November 2016. Mit vereinter Stimme rief die Menschheit danach, vom Dritten Weltkrieg verschont zu bleiben. Clinton, unterstützt von neuen Waffenherstellern, war sich so sicher, dass sie die Menschheit in einen vernichtenden Atomkrieg führen würde, der zahllose Tote sicherstellen würde. Das war ihr Plan. Ihr brauchtet jemanden, der kein Politiker war. Trump war bereit und übernahm diese Aufgabe. Er hatte bereits alles, was er sich wünschen konnte. Er brauchte das nicht, doch er tat es, um euch zu retten. Eure Aufseher, die meinen, dass sie euch und die euren besitzen, waren nicht sehr glücklich darüber. Krieg ist, was sie wollen, und ihr könnt sicher sein, dass sie auch weiterhin für ihn kämpfen werden. Wie beim Brexit von England versuchen die Kabalen, den Willen des Volkes zu ignorieren. Durch die Entscheidungen für den Brexit und für Trump hat sich die Menschheit etwas Zeit verschafft. Nutzt sie, um zu verstehen, was euch angetan wird und dass alles vernichtet werden soll. Trump ist nicht ideal, doch er hatte den Mut, für euch nach vorn zu treten. Die Menschheit schuldet ihm Dank. Ohne sein Eingreifen wäre ein so tödlicher Krieg gekommen, wie die Erde ihn noch nie gesehen hat. Eure Hoffnungen liegen nun in den Händen von Mr. Trump. Das amerikanische Volk ist derart ferngelenkt, dass es die Herrschaft der Finsternis in Amerika nicht bemerkt und nicht begreift, dass sich etwas verändert hat. Trump ist alles, was ihr habt. Arbeitet mit ihm, so dass ihr gemeinsam versuchen könnt, Amerika und den Rest der Menschheit zu retten. Vergesst eure falschen Unterschiede. Ihr sitzt alle im selben Boot. Teile und herrsche, so gewinnen stets die Kabalen. Ihr alle seid Amerikaner, also arbeitet für eine bessere Zukunft zusammen. Würdet ihr ahnen, wovor Mr. Trump euch bewahrt hat, dann würdet ihr Gott auf Knien für die zweite Chance danken. Überall außerhalb von Amerika beten die Menschen, dass Trump mit eurer Hilfe den Frieden bringt. Denkt an die Leute in eurer Welt, die nicht aus eurer Welt stammen und 80% von euch beseitigen wollen. Trump wird sich damit auseinandersetzen müssen. Er hat sich für euch eine enorme Aufgabe auf die Schultern geladen. Sie haben menschliches Leben auf der Erde zerstört, durch Impfungen, Medikamente, genmanipulierte Nahrung und so weiter. Alles Mittel, um euch zu vernichten. Fraglos habt ihr es gestattet, dass euch so viel angetan wird. Diese Leute ermorden alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Diejenigen, die sie nicht umbringen lassen können, sperren sie mit falschen Anschuldigungen ein. Das ist in Amerika normal. Jeden Tag werden Tausende eingesperrt. Gefängnisse sind in Amerika ein großes Geschäft. Da ist ein junger Mann, der eine wichtige Aufgabe für die Menschheit erledigen muss. Er sitzt vollkommen unschuldig in Kalifornien hinter Schloss und Riegel. Eine satanische Familie hat ihm etwas angehangen. Eure Gebete für ihn wären äußerst willkommen. Veronica weiß nicht mehr, was sie noch versuchen kann, um ihm zu helfen. Er ist ein junger Mann, nicht sehr weltgewandt. Die satanische Kirche Roms ist ebenfalls involviert über seine Blutsfamilie. Er hat weder Freunde noch Besucher. Seine Heimat ist in England. Bitte helft ihm. Mitteilung von Veronica: Ich erhole mich noch vom letzten Wochenende. Samstag, Sonntag und Montag haben mir Skalarangriffe große Schmerzen und Leid bereitet. Ich versuche, mit so viel Stress fertig zu werden. Ich rate euch zu lesen, was mein lieber Freund Gillette Asmond über die amerikanische Wahl geschrieben hat.
Ich hoffe, ihn diesbezüglich bald interviewen zu können. Meine Liebe, der Druck auf dich ist enorm. Die Gabalen wären an dir nicht interessiert, würden sie dich nicht als Bedrohung sehen. Stehe zu deiner Wahrheit, du weißt, was zu tun ist. Dein Ziel sind Frieden und Liebe auf Erden. Auf ewig dein dich verehrender Monty.